Was geht, Corey hier? Und ja, ich war mal beim Friseur, so das erste Mal in meinem Leben. Und ja, meine Frau durfte aussuchen, was ich für eine Frisur bekomme. Ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, aber was macht man nicht alles für Liebe? Falls ihr es nicht wusstet, ich hatte Corona. Oder für die Leute, die nicht dran glauben, ich hatte eine sehr ansteckende Erkältung. Ich war schön 2 Wochen in Quarantäne und habe ein Video aufgenommen in der Zeit, so ein Videotagebuch. Ich habe gar nicht jeden Tag was aufgenommen, ich habe immer nur so Teile, immer dann, wenn was Besonderes passiert ist oder auch nicht. Da habe ich aufgenommen und hier ist es. So, ja, ich bin mir zwar noch nicht sicher, es ist jetzt Sonntagabend und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich überhaupt Corona habe, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich Corona habe und deshalb haben meine Frau und ich uns entschieden, dass wir getrennt schlafen und getrennt leben für, keine Ahnung, wie lange man das machen muss, 10 Tage oder wie auch immer, wie lange wir das durchziehen müssen, weil, ja, meine Frau hat, also Punkt jetzt kein Corona im Schnelltest gehabt. Ich im Schnelltest oder Selbsttest habe Corona gehabt. Und wir haben beide jetzt nochmal einen richtigen Test gemacht und warten jetzt auf die Information. Aber bis dahin haben wir uns entschieden, natürlich getrennt zu schlafen, weil ich meine, es ist also getrennt zu leben sozusagen. Also es ist blöd, wenn nur ich das habe und sie sagt, nee, komm, ey, ist egal. Und dann wird sie krank und sie hat es schlimmer oder wie auch immer. Bei mir geht es ja gut. Genau, ich habe jetzt die Matratze erstmal hochgeladen, auf die Cloud, in die Cloud. Und werde jetzt hier positionieren und Bettdecke und alles, bla bla bla. Und dann werde ich hier im Wohnzimmer chillen für die nächsten 10 Tage, was sehr witzig wird. Und ja, ich werde mal sehen, ob ich das ein Video daraus mache. Das wäre doch schon witzig, so wie ist es, getrennt in einer Wohnung zu leben. So, ich habe jetzt meine Bestätigung bekommen. Ich habe Corona. Mir ist so warm, aber es liegt nur daran, dass es heute mega heißes Wetter ist und es wird jetzt so die ganze Zeit sein und ich muss hier im Wohnzimmer chillen. Jetzt fängt es an. Also mir geht es ja nicht so schlecht, ich bin ein bisschen erkältet, aber ja, genau, es nervt ein bisschen, weil meine Frau halt sozusagen, wir müssen jetzt ein paar Wochen oder 2 Wochen oder wie auch immer, getrennt leben in einer Wohnung. Also mal sehen, wie schlau das überhaupt ist, weil wir ja immer noch irgendwie dieselben Zimmer benutzen. Naja, und ja, dann beginnt es jetzt. Tag Nummer Samstag, Sonntag, Montag, heute ist Dienstag. Tag Nummer 4 mit Corona-Symptomen. Und ja, also jetzt bin ich sehr viel mehr erkältet, also ganz klar erkältet, Schnupfen und ein bisschen Schleim in der Nase, Schleim im Hals und Kopfschmerzen habe ich auch. Ich muss heute einen halben Tag arbeiten, weil sie haben sonst keinen und ich muss da aushelfen. Also es ist nicht so schlimm, dass ich sterbe, aber ja, genau. Und dann werde ich die nächsten Tage mal frei machen, um mich wirklich zu erholen. Und ja, so sieht es zurzeit aus. Ich trinke Tee. Ich langweile mich, weil ich mich nicht wirklich konzentrieren kann, irgendwas zu machen. Es ist schon ein Zeichen, dass es mir nicht so perfekt geht, wenn ich nicht mal Lust habe, PlayStation zu spielen. Also das ist schon außergewöhnlich. Genau. Und ja, so sieht's aus. Tag Nummer 4. So, Tag Nummer, was ist heute? Ah, mein Handy ist da. Tag Nummer Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Tag Nummer 6. Heute ist Donnerstag. Ich habe einen Brief vom Gesundheitsamt bekommen oder Gesundheitsreferat. Oh, wegen dem ganzen Corona-Quatsch. Ja, kleines Update. Ihr habt, glaube ich, gerade gemerkt, Husten ist extrem dazugekommen. Also keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das herkommt. Aber klar, ich sterbe immer innen drin, wahrscheinlich. Genau, also mir geht es einfach nicht besser. Das ist seltsam, weil normalerweise, wenn ich krank bin, bin ich nach einem Tag wieder gesund. Ich habe eigentlich ein sehr, sehr starkes Immunsystem. Aber ja. Ich werde alt. Und ja, genau, ich habe hier
extrem viele Seiten, die ich mir eh nicht durchlesen werde. Ich weiß gar nicht, warum sie mir das nicht einfach per Mail geschickt haben. Also ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert wir noch leben, aber ja. Ich merke auf jeden Fall die Tage, dass ich die ganze Zeit genervter und genervter werde. Keine Ahnung. Also wirklich extrem genervt, schlecht drauf. Obwohl ich ja kein Problem habe, zu Hause zu hängen und PlayStation zu spielen und ja, zu Hause zu sein. Aber nee, also keine Ahnung. Also das macht was mit meiner Psyche. Ich habe keinen Bock mehr, mit meiner Frau zu reden. Auch wenn sie nur lieb zu mir ist, aber ich habe keinen Bock mehr, irgendwas zu sagen. Ich habe keinen Bock mehr, irgendjemanden WhatsApp oder irgendwie sowas zu beantworten. Ich habe einfach keine Lust, die sollen mich alle in Ruhe lassen. Und ja, genau. 2 Wochen aussitzen. Und ja, keine Ahnung, was ich mit diesem Quatsch jetzt machen soll. Ich muss auf jeden Fall später, also ich habe heute mit dem Gesundheitstypen auch gequatscht, telefoniert und er hat mir eine E-Mail geschickt. Darum verstehe ich nicht, warum ich dieses Quatschpapier da, warum die noch Papier ausdrücken müssen. Aber ja, genau, und da muss ich dann noch so die ganzen Kontakte und so ausfüllen, mit wem ich Kontakt hatte und so. Weil die könnten ja eine Woche später anscheinend dann auch noch infiziert sein oder wie auch immer. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich hocke hier, habe jetzt mittlerweile extreme Rückenschmerzen, weil ich die ganze Zeit auf der Matratze schlafe, oder jetzt habe ich auch die halbe Nacht auf der Couch geschlafen, was glaube ich besser ist, aber dann war es einfach unbequem. Aber ich glaube, das ziehe ich besser durch. Auf der Couch ist besser für meinen Rücken als auf der Matratze auf dem Boden. Ja, weil ich wache jeden Morgen auf und habe extreme Rückenschmerzen. Ja, genau. Gott sei Dank haben wir eine schöne große Dachterrasse und einen Balkon. Das heißt, wenn ich rausgehen wollen würde, dann kann ich eigentlich ganz viel rausgehen. Und ja, sonst, wie gesagt, keine Ahnung, also irgendwas nervt mich, wirklich nervt mich. Und yes, das ist gerade so der Punkt, Tag 6, genau, Tag 6. Am 31. darf ich wieder raus und heute ist der 18. Also am Sonntag in einer Woche. Oder ist heute der 19.? Ach. Was sage ich? Heute ist der 22. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil das geht dann gar nicht auf. Genau, ja, dann ist das so mein Tag gewesen. Und yes, mal sehen, wie es mit der Laune weitergeht und mit der Gesundheit. Jetzt ist Husten dazu gekommen. Ja, mal sehen. Keine Ahnung. Okidoki. Hey, ich bin endlich draußen. Nicht wirklich, nur auf der Dachterrasse. Gott sei Dank haben wir eine Dachterrasse. Und es ist jetzt eine Woche vorbei, seitdem ich den Test gemacht habe. Es ist Sonntag, der irgendwas um 20. Und mir geht's besser, ein bisschen. Immer noch ein bisschen Schnupfen, Schleim, Halsschmerzen. Nee, Halsschmerzen, was laber ich? Ich meine Husten. Und ab und zu, ganz selten, habe ich noch Kopfschmerzen. Yes, das ist wirklich unspektakulär. Ich weiß nicht mal, ob ich dieses Video fertig schneide, weil es ist so unspektakulär. Es passiert ja nichts. Jeden Tag nur Update. Aber ja, so ist es. Ich habe keine Kraft, um ein Video für diese Woche vorzubereiten. Deshalb werde ich wahrscheinlich einfach nur dieses Video hochladen. Aber ja, das war's schon wieder. Keine Ahnung, ich habe nichts zu sagen. Außer, dass ich mal genieße, an der frischen Luft zu sein. Ah, und ich hatte extreme Rückenschmerzen, deshalb schlafe ich nicht mehr auf der Matratze, sondern auf der Couch. Die ist bequemer. Das sind all die Updates. Also, es ist jetzt der 29. Was haben wir? Juli? Fast August. Und es ist jetzt Tag 11 oder sowas, ich zähle nicht mit. Und ja, ich habe die Matratze abandoned, weil ich zu krasse Rückenschmerzen bekommen habe. Ich schlafe jetzt die ganze Zeit nur auf der Couch. Ja, das passt mir aber. Das ist, wie gesagt, das ist bequemer als auf der Matratze. Ja, ich bin in meine
Gewohnheiten zurückverfallen. Ich bin die ganze Zeit nur am Zocken. Also ich wache auf, bete und mache immer so ein TikTok-Video, so ein bisschen lese, mache ein bisschen Bibelstunde, aber das höchstens 1-2 Stunden oder sowas. Auf dem ganzen Tag verteilt, weil es ist das halt nichts, wenn man so viel Zeit hat. Und dann habe ich zwar immer noch meine Gebetszeit, mittags irgendwann dann, also nicht mehr um Punkt 13 Uhr, weil ich kann es ja nicht mit meiner Frau machen, das heißt, es ist nicht so relevant. Ich kann das irgendwann machen. Und genau, und dann fange ich an zu zocken und zocken und zocken und zocken und zocken und zocken. Also ich bin auf jeden Fall in so einem Stadium, wo ich einfach nur abschalte und in so eine Zeitmaschine gehe, weil das Ding ist, wenn du die ganze Zeit zockst, dann geht die Zeit so schnell vorbei, dass, ja, jetzt sind schon fast zwei Wochen um. Was auf einer Seite gut ist, auf der anderen Seite ist ein bisschen natürlich unproduktiv. Ich hätte viel, viel mehr machen können, aber ich war auch ein bisschen unfit. Das ist so von meiner Verteidigung. Aber ich nehme ja ein bisschen was auf. Genau. Aber das ist der Punkt jetzt. Am Wochenende muss ich mich nochmal testen lassen. Und dann darf ich raus. Das war's dann mit der Corona-Situation. Ja, aber wie ihr vielleicht hört, so die Nase ist schon wieder ein bisschen verschnupft. Und Husten habe ich heute nicht, noch nicht. Aber das ist immer unterschiedlich. Also, naja, sehen wir mal. Und ich muss heute eigentlich fit sein, damit ich mich am Samstag testen lassen kann. Ja, mal sehen, wie es heute den Tag aussieht, ob das jetzt nur vom Schlafen ist oder ob das immer noch Symptome sind. Naja, so sieht es eigentlich aus. Und mir geht's gut. Tag Nummer was ist heute? 14? Tag Nummer 14, 15, 16 oder 80. Wir gehen uns jetzt impfen lassen. Wollte ich gerade sagen. Wir gehen uns jetzt testen lassen. Und das ist das erste Mal, dass ich wirklich rausgehe seit 2 Wochen. Sehen wir mal, was passiert. Ja, das waren die 2 Wochen Quarantäne. Und der Test war negativ. Wir haben uns endlich wieder gefreut, uns in die Arme zu nehmen, weil wir wirklich 2 Wochen lang getrennt voneinander gelebt haben. Und wir sind dann sofort Sushi essen gegangen am nächsten Tag. Und ich lebe noch. Ich habe immer noch Husten. Also es ist seltsamer Husten, der einfach nicht weggeht. Aber jetzt muss ich schauen, wie es aussieht mit meiner zweiten Impfung. Aber ich bin noch am Leben. Mich gibt's noch und ich habe eine neue Frisur. Ja. Das war's diese Woche schon wieder. Ich hoffe, ich mache ein Video bis nächste Woche. Mal sehen. Bis dahin, Cory hier, ihr da. Alles klar.